So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle heute Morgen zu sehen hier im Hause des Herrn. Wir gemeinsam, als lebendige Steine, jeden einzelnen von uns, bauen seine Kirche, seine Gemeinde. Jeden einzelnen von uns ist wichtig und wertvoll. Und bau die Gemeinschaft des Herrn. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns unsere Herzen bereit machen, um Gott zu loben, Gott zu preisen, ihm zu danken für seine wunderbare Treue, Liebe, Barmherzigkeit, für wer er ist. Jesus, wir danken dir für diesen neuen Morgen, Herr. Wir wollen jetzt dich preisen und dich feiern, dich anbeten. Dir die Ehre geben, Jesus, Herr, und zu deiner Ehre singen, Jesus, Herr. Du bist würdig, du bist das Lamm Gottes auf dem Thron. Du bist der auferstandene Herr und du bist unser Freund und Herr und Retter. Und das wollen wir heute Morgen feiern, Jesus, Herr. Wir wollen auf dich und zu dir schauen. Dir die Ehre geben. Sei willkommen in deiner Gemeinde, sei willkommen in unserer Mitte, verherrliche du dich, Herr. Fülle unser Lob mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart, mit Freude und mit wahrer Anbetung. Wir ehren dich und heißen dich willkommen. Danke, Jesus. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Worship the King of glory. Who shakes the cover with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. And Jesus, you lay down your life. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. We sing of all you've done, Jesus. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory. The King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. We thank you for amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. Well, thank you, Lord, that you will bear my cross. You lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, worship the Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This
Es ist ein failing love that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life that I will be set free. Whoa, Jesus, I sing that you've done for me. Oh, we sing of all you've done. Worthy is the Lamb. This is amazing grace. Oh, we praise your name, Jesus. Christ in the Jesus. Hallelujah. Jesus, wir preisen deinen Namen, wir erheben dich, Jesus, Herr. Für deine wunderbare Gnade, für deine Treue, Herr. Du bist der Herr des Universums und doch bist du unser Freund, Jesus, Herr. Wir ehren dich und preisen dich, Jesus, Herr. Du bist würdig, Herr. Herr der ganzen Schöpfung, spannst den Himmel weit, dein Licht erfüllt das Universum, du regierst in Herrlichkeit, deine Größe erfüllt das ganze All, du bist heilig, heilig, und gleich vor dir ist selbst Sternenzahl. Du bist heilig, heilig. Du beherrschst alle Welt. Du beherrschst alle Welt. Oh, oh, oh. Heilig ist dein Name, Herr des Universums. Schon am frühen Morgen freue mich an deinem Licht. Und später, wenn die Nacht hereinbricht, weiß ich, du verlässt mich nicht. Deine Größe erfüllt das ganze All. Du bist heilig, heilig, heilig. Und gleich vor dir ist selbst der Sternenzahl. Du bist heilig, heilig. Du beherrschst alle Welt. Du Halleluja, wir heben unseren Gott. Halleluja, wir heben unseren Gott. Halleluja, wir heben unseren Gott. Deine Größe erfüllt das ganze All. Du bist heilig, heilig, und rein vor dir ist selbst der Sternenzahl. Du bist heilig, heilig. God of wonders, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, God of wonders, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy, the universe declares your majesty. You are holy, holy, you are holy. You are holy, holy, you are holy.
Herr, dein Name ist heilig, dein Name ist würdig, Herr. Wir stehen vor dir in diesem Morgen, Herr, und wir bestaunen deine Größe, deine Majestät, deine Stärke, Herr. Und wir beugen uns vor dir, Jesus, Herr. Wir wollen dir einfach wahre Anbetung bringen und anerkennen, dass du der König bist, dass du der Herr bist. Herr, wir staunen auch, dass du uns trotzdem Freunde nennst, dass du nah bei uns bist. Du bist nicht nur der allmächtige Gott, sondern du bist der Barmherzige, der Gnädige, der nah bei uns ist, der unsere Situationen kennt, der unsere Herzen berührt. Herr, wir danken dir dafür, wir ehren dich. Nimm du den Ehrenplatz an diesem Morgen auf deinem Thron, denn du regierst, du bist der König. Und wir ehren dich. Lass einfach einen Moment nehmen und bete einfach Jesus an, mit deinen eigenen Worten, mit deiner eigenen Melodie, mit deinem eigenen Lied. Oh, wir beten dich an, denn du hast uns zuerst gelebt. Du bist heilig. Deine Größe erfüllt das ganze Jahr. Du bist heilig, heilig. Und klein vor dir ist selbsterzahlt. Du bist heilig, oh heilig. Deine Größe, deine Größe. Erfüll das ganze Land. Du bist heilig, heilig. Und klein vor dir ist selbst der Sterne zahlt. Du bist heilig, heilig. Halleluja, wir heben unserem Gott. Halleluja, wir heben unserem Gott. Halleluja, wir heben unserem Als wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos, ohne Licht, da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick. Durch die Jungfrau uns geboren, wurde die Verheißung wahr. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall. Deine Stimme und sing, preis den Vater. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron. Gott der Ehe, Majestät, preis den König aller Könige. Verlorene zu versöhnen und dein Reich zu offenbaren und die Schöpfung zu erlösen, lehntest du das Kreuz nicht ab. Aufgrund seiner schweren Leiden sahst du, was danach geschah. Wusstest das, war unsere Rettung, hast du unsere Wege starr. Preis den Vater, preis den Sohn,
als du morgens auferstandest, hielt die Welt in Atem an. Denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Dort stiegen aus den Gräbern Engel sein Staunen zu. Wer auf Himmel kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit aller Schritten, sie beschert jeden Kampf. Freiheit liegt in seinem Namen und sein Blut befreite mich. Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus lebt. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist ganz auf dem Thron. Vater, wir beten dich an. Vater, wir kommen vor dich als deine Kinder und sehen dich als unser König, als unser Gott, als unser liebender Vater. Und wir danken dir, dass wir hier sind, dass wir zu dir kommen dürfen, Vater. Du bist groß und du bist würdig. Amen. Ja, wisst ihr, in letzter Zeit, da habe ich, und ich glaube, wir alle bekommen ganz viel Einfluss von außen und wir hören immer wieder, Krise hier und Krise dort und es ist nicht einfach und es ist schlimm. Und wenn man mit Nachbarn spricht, wenn man mit der Zeitung was liest oder mal die Social Medias aufmacht, wird uns ganz viel gezeigt, was schlimm ist und wie wir uns Sorgen machen sollen und wie wir unsere Gasrechnung bezahlen, eine Stromrechnung bezahlen und wir haben so viel von außen. Und ich nehme das oft mit durch den ganzen Alltag bis hierher, bis in den Lobpreis rein. Aber wisst ihr, Jesus hat in der Bergpredigt, Matthäus 6,6 hat er gesagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Und er sagt das aus dem Hintergrund heraus, dass wir nicht prahlen sollen beim Beten. Aber wenn wir in einem Kämmerchen drin sind, dann sind wir da. Dann sind wir und Gott da. Da bist du und Jesus und du und der Heilige Geist. Und nicht du und dein Handy und Jesus. Und nicht du und der Nachbar und Gott. Sondern das sind wir und Gott. Und da kommt von außen nichts auf uns zu. Und dann sind wir in unser Kämmerchen und da können wir Fokus drauf richten. Und wisst ihr, Gott ist es wert, Fokus drauf zu richten. Gott ist es wert, dass wir ihn anbeten. Dass wir nicht auf unser Handy gucken, dass wir nicht sagen, was macht der Nachbar, dass wir uns nicht Gedanken machen, was machen wir vielleicht nachher oder morgen, sondern Gott ist es wert, dass wir sagen, ich bete dich an, ich singe für dich, Gott. Ich bete dich an und ich beuge mich hier. Und er ist es wert, weil er unser König ist und weil er unser Gott ist. Und lasst uns wirklich so singen und Lobpreis machen, dass wir in unserem Kämmerchen sind und dass wir einfach sagen, Gott, das ist für dich. Ohne jemand anders, sondern nur ich und Gott. Und ich gebe Gott alle Ehre. Lobpreis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist deines aus dem Thron, Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist.
Ja, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Morgen an alle, auch an alle zu Hause. Richtig schön, dass so viele da sind. Freut mich wirklich sehr. Wenn ihr irgendwie Kontakt zur Gemeinde sucht, einfach ein bisschen mehr reinkommen wollt, dürft ihr sehr gerne einfach online Kontakt aufnehmen. Wir haben eine Homepage, da könnt ihr gerne drauf gehen. Oder auch im Welcome-Team, da dürft ihr gerne die Leute ansprechen. Auch wenn ihr zum Beispiel Kontakt sucht für eine Kleingruppe. Wir haben viele Kleingruppen, viele Hauskreise, da kann man auch wunderschöne Zeit einfach mit den Leuten verbringen, mit Gott verbringen. Und wir haben in Zukunft eine neue Kleingruppe. Da darf ich Christine und Mario nach vorne bitten. Die stellen ganz kurz vor, welche Kleingruppe. Genau, wir wollten euch jetzt schon mal eine Vorschau geben. Ab der neuen Season werden wir eine neue Kleingruppe starten. Und damit ihr euch innerlich mal darauf vorbereiten könnt, ob das was für euch wäre, sagen wir jetzt heute schon mal die Einladung. Wer von euch kennt die Serie The Chosen? Oh, okay. Also wir wollen in der Kleingruppe tatsächlich die Serie gemeinsam anschauen. Wir haben noch nicht uns genau überlegt, wie das stattfinden soll, aber wir wissen, dass wir bei jedem Treffen eine Serie anschauen und dann uns entweder darüber unterhalten wollen, was das mit uns gemacht hat, oder einfach nochmal in der Bibel selber nachlesen und schauen, wie steht es in den Evangelien. Genau, und wir sind dann verbindliche Gruppe, also wir starten gemeinsam. Die Leute, die sich dafür interessieren, die sollen sich bis nächsten Dienstag bei uns melden, genau, dass wir einfach dann gemeinsam starten, und dann sind wir auch eine geschlossene Gruppe, also dann kann man nicht zwischendrin noch einsteigen, sondern wir wollen auch Tiefgang erreichen, und das erreicht man halt durch Verbindlichkeit, genau, aber wir würden freuen, wenn ihr einfach dabei seid oder euch einfach bei uns meldet, dann können wir einfach nochmal gemeinsam schauen, und wir wollen auch nochmal uns ein gemeinsames Treffen machen, wo wir nochmal die Eckpunkte einfach nochmal besprechen. Ich würde noch kurz ergänzen, also nicht bis kommenden Dienstag, sondern ihr habt jetzt über eine Woche Zeit, darüber nachzudenken, ja? Genau, nächsten Sonntag werden ja nochmal alle Kleingruppen vorgestellt, einfach, dass ihr das jetzt schon mal mitnehmen könnt und für euch überlegen, wäre das was ein Wechsel oder habt ihr da drauf Lust? Dieses Mal Männlein und Weiblein, ja? Super, vielen Dank euch beiden. Genau, also wenn ihr Lust auf eine Kleingruppe habt, kommt gerne auf uns zu, schreibt eine Mail, kommt auf die beiden zu, wenn ihr sagt, hey, das ist ganz cool, was die da machen. Genau, nächste Woche haben wir aber keine Kleingruppen, sondern nächste Woche haben wir die Gebetswoche vom 20. zum 22., drei Tage. Ne? Das ist jedes Mal im Marktplatz 39, Dienstag und Donnerstag um 20 Uhr und Mittwoch morgens um 9.30 Uhr. Ich glaube, die meisten bekommen wahrscheinlich eine Mail von Schiffco und genug Infos. Wenn nicht, dann dürft ihr gerne auf den Schiffco zugehen. Er schickt euch sicherlich gerne Infos durch. Gut, dann haben wir gleich heute nach dem Gottesdienst gibt es eine Mitgliederversammlung direkt danach. Also alle Mitglieder, bleibt bitte hier. Ich glaube, es gibt was zum Abstimmen. Ne? Genau. So, dann nächste Woche haben wir einen Open-Air-Gottesdienst bei schönem Wetter. Mit Kindersegnung. Ich habe gehört, da wird eine wunderschöne kleine Prinzessin gesegnet. Ich werde auch da sein. Genau, wir sind auf dem CVJM-Plätzle bei schönem Wetter. Bei schlechtem Wetter sind wir wieder hier. Gut, und direkt danach gibt es ein Rangerfest. Und den Steve darf ich nach vorne bitten. Der wird nämlich gern was dazu sagen. Guten Morgen auch von mir an euch, die alle da seid. Ich möchte ganz herzlich stellvertretend für die Franzi, ich soll euch noch herzlich grüßen. Die hatte heute Nacht so eine kleine Odyssee und kann deshalb nicht da sein. Aber es geht ihr gut, alles okay. Liebe Grüße. Wir laden ganz, ganz herzlich ein, weil wir da ein Festevent haben im Nachgang an unser Bundescamp. Und da wollen wir euch Bilder, kleine Videoclips, einfach einen Einblick geben, was denn da stattgefunden hat am Bundescamp, wo wir Anfang August sein durften, und wollen euch einfach mitnehmen. Ich muss euch eine kleine Begebenheit erzählen aus der Familie zu Hause. Wie ihr wisst, haben wir ja noch einen großen Sohn, der einen Kopf größer ist wie ich und ein bisschen breiter. Also ich kann mich da verstecken zwischenzeitlich.
Und da hat man halt immer mal wieder so ein Zwiegespräch mit dem Sohn, was denn gut wäre und was der Papa meint, was gut ist. So muss ich es formulieren. Und dann sagt er zu mir, Vater, das darfst du nicht so eng sehen. Das Einzige, was mir richtig Bock macht, das sind Ranger. Da denke ich, okay, dann hast du doch nicht ganz alles verkehrt gemacht im Leben. Also er ist begeisterter Ranger, von Herzen begeistert. Und ich kann nur da sagen, wer vielleicht einmal von diesem positiven Virus Ranger ergriffen ist, den lässt es nicht mehr los. Ich habe auch eine Weile gedacht, kann schon Pause machen. Irgendwann hat es mich halt wieder eingeholt. Und jetzt ist man wieder voll dabei, obwohl die Weisheit auch immer heller wird da oben und ja, man halt nicht jünger wird. Aber man ist mit Herzblut dabei. Und deshalb, ich lade euch ein, dass ihr vielleicht ein Stück weit ergriffen werdet von dieser Rangerarbeit. Und vor allem einen guten Appetit mitbringen. Es gibt ein tolles Mittagessen, jawohl? Okay, also. Super, danke dir. Okay, also nicht vergessen, heute Mitgliederversammlung, nächste Woche Gebetswoche und am Sonntag Kindersegnung mit Rangersfest. Gut, dann kommen wir jetzt zum Lieblingspunkt aller Schwaben, die Spenden. Wir haben natürlich auch Kosten und deswegen würden wir gerne Spenden einsammeln, damit wir die Kosten einfach decken können. Und solange gibt es auch ein Lied. Wir werden ein Lied-Special haben, Amazing Grace auf Russisch. Sweet the sound, the Savior.
So, vielen Dank an alle, die auch was gegeben haben. Jetzt dürfen die Kinder nach vorne kommen. Es gibt die Kinderstunde mit Anneke. Wenn ich dran denk, dass du für mich gestorben bist, dann will ich nicht mehr von dir weg, weg, weg. Wenn ich dran denk, dass du für mich gestorben bist, dann will ich nicht mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nee, nee, dann will ich nicht mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nee, nee, dann will ich nicht mehr von dir weg, weg, weg. Wenn ich dran denke, dass du auferstanden bist, dann will ich nicht mehr von dir weg, weg, weg. Wenn ich dran denke, dass du auferstanden bist, dann will ich nicht mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nee, nee, dann will ich nicht mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nee, nee, dann will ich nicht mehr von dir weg. Wenn ich dran denke, dass du wieder zu uns kommst, dann will ich nicht mehr von dir weg, weg, weg. Wenn ich dran denke, dass du wieder zu uns kommst, dann will ich nicht mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nee, nee, dann will ich nicht mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nee, nee, dann will ich nicht mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nee, nee, dann will ich nie mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nee, nee, dann will ich nie mehr von dir weg, weg, weg. So, vielen Dank. Jetzt freue ich mich, weil der Steffen nach vorne kommen darf, glaube ich. Ja. Und er wird uns heute Teil des Wortes weitergeben. Vielen Dank, danke dir. Einen wunderschönen guten Morgen, auch die, die ihr zugeschaltet seid. Ich möchte uns in ein Thema einführen, das uns alle beschäftigt. Und das uns alle angeht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, der göttliche Ruf, die Feinde zu lieben. So, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns immer bewusst sind, welche Bilder wir mit uns herumschleppen in unseren Köpfen. Ich glaube, hier und da haben wir alle Feindbilder. Ob das jetzt im politischen Bereich gemeint ist oder ob das vielleicht sogar heruntergebrochen in die Familie, mit der Familie zu tun hat, ob das vielleicht sogar mit Arbeitskollegen zu tun hat, vielleicht mit bestimmten Verwandten zu tun hat. Ich glaube, das Thema ist absolut aktuell. Immer wieder. Weil ich glaube, diese Kriegsschauplätze finden in erster Linie in unseren Köpfen statt, in unseren Gedanken statt, zuallererst. Dann gebe ich gleich mal so das Kontrastprogramm dazu. Jesus sagt, das Erkennungszeichen als Christ, als Gläubiger ist die Liebe, oder nicht? So, hier haben wir die Feindesliebe oder ich sage jetzt mal einfach Feindbilder und dann haben wir den Anspruch Jesu in unserem Leben, dass wir doch an der Liebe erkannt werden sollen. Ich möchte heute eintauchen in einen Text im Lukas-Evangelium, der dazu auch einiges zu sagen hat. Wir kennen Lukas, er war Arzt und sein Evangelium ist in erster Linie für Bedürftige geschrieben, Menschen, die Jesus gebraucht haben, Menschen, die arm waren, Menschen, die einfach auf Hilfe angewiesen waren. Und Lukas widmet sein Evangelium unter anderem auch diesen Menschen
Und seine zwei großen Themen sind einfach, dass Jesus als der Heiland dargestellt wird und Jesus als der Retter dargestellt wird. Und es hilft uns einfach schon mal einen großen Schritt hineinzumachen in das Lukas-Evangelium, um ihm auch zu verstehen, warum betont Lukas Geschichten wie der barmherzige Samariter und so weiter. Weil einfach Lukas hat ein Herz für die Menschen und er porträtiert Jesus als jemand, der auf die Menschen zugegangen ist und der ihnen geholfen hat. Der ganz besondere Fokus heute Morgen soll auf den Versen 27 bis 38 im Kapitel 6 sein. Und mit dem Text möchte ich uns einfach mal dienen heute Morgen. Lukas Kapitel 6, Verse 27 bis 38 möchte ich einladen, wenn du deine Bibel dabei hast oder dein Phone oder dein iPad, einfach das mitzulesen. Jesus sagt hier, aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem bietet die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Herr, danke für die Gemeinschaft, die wir heute mit dir haben dürfen, heute Morgen. Es ist einmalig. Und danke für dieses Wort, das du heute Morgen in unsere Herzen hineinsprichst. Diese Worte sind schon so alt, aber hochaktuell. Und ich danke dir dafür, dass du uns kennst. Ich danke dir dafür, dass du uns helfen willst, unsere Feinde zu lieben. So sprich heute Morgen zu uns, sprich zu mir in die Bereiche hinein, wo ich deine Hilfe brauche und wo ich deine Liebe brauche. Danke, dass du mit uns, ja mit uns gehst, uns verstehst und uns liebst und deine Worte heute Morgen in Liebe gesprochen sind. Ich danke dir, Herr, für deine Güte und Gnade. Amen. Dieser Text, mit dem wir uns auseinandersetzen heute Morgen, der ist natürlich eingebettet in eine ganz größere Geschichte. Und hier möchte ich unseren Fokus einmal auf Vers 17 im gleichen Kapitel legen. Da ging Jesus mit seinen Jüngern von dem Berg hinab und trat auf ein ebenes Feld. Also was wir in Kapitel 6 vorher finden, ist diese Berufung der Jünger. Aus einer größeren Schar von Jüngern werden 12 erwählt. Jesus betet dafür, das war ihm wichtig, dass er auch die richtigen Jünger dann auch erwählen konnte. Und dann, so das möchte ich uns einfach mal mitgeben, so in einem Bild zu denken, dann gingen die als Schar in die Ebene nach unten. Also vom Berg, ich werde mal auch sagen, vielleicht vom Heiligen Berg, einfach mal nach unten auf eine Ebene. Und das hat eine große Bedeutung. Wir finden hier die Jünger mit Jesus auf die Ebene der Menschen kommen. Und da waren zwei Gruppen, denen einfach
ja, hier begegnet werden musste. Das war eine große Menge des Volkes, das lesen wir dann in Vers 17, mit der die andere Gruppe, Jesus und seine Jünger, nach unten gingen. Also wir haben hier zwei Gruppen und Jesus tritt als der Heiler auf. Das lesen wir gleich in Vers 19. Es ging Kraft von ihm aus und die Leute wollten Jesus berühren. Die merkten, was der Mann sagt, das hat Power, das hat Kraft, das hat Bedeutung. Nach jüdischer Tradition und jüdischem Glauben, jemand, der heilen kann, hat man die Funktion der Vollmacht auch gegeben. Man wusste dann von Jesus, der Mann kann heilen, also hat er göttliche Vollmacht übertragen bekommen. Und das möchte ich, dass wir das einfach mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt in diese Geschichte hineinbegeben, diese Vollmacht, dieses Herunterkommen in die Ebene. Das hat eine, denke ich, größere Bedeutung, als es in unserem Text auch steht. Die ersten Worte, die Jesus hier ab Vers 20 auch zu den Jüngern spricht und über die Jünger hinaus, sind die sogenannten Seligpreisungen im Lukas-Evangelium. Wir wissen, dass es noch die Seligpreisungen im Matthäus-Evangelium gab. Matthäus war mehr auf Lehre aus. Lukas ist mehr auf das Praktische aus, mehr auf das Heilen aus. Lasst uns diese Seligpreisungen mal lesen, weil die unmittelbar vor unserem Text, vor unserem Haupttext auch stehen. Jesus sagt hier, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Und dann spricht Jesus diese andere Gruppe an und fängt an mit diesen Wehrufen. Weh euch Reichen, sagt Jesus, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. So, Jesus spricht hier zwei Gruppen an. Das erste sind die Jünger oder die Nachfolger. Das sind aber gleichzeitig die Verfolgten. Also Gläubige als Jünger Jesu waren schon damals immer die Verfolgten. Und dann gibt es die, die eben die Jünger verfolgen. Das waren dann die Verfolger. Und denen werden diese Wehrufe zugesprochen. Das sind die Gegner. Und das ist interessant. Also wenn wir Jesus nachfolgen, ich übertrage das mal auf uns, und wir sind auf dem Weg und wir folgen Jesus nach, dann werden wir auch immer verfolgt werden. Wir werden immer auch Feinde haben, Menschen, die uns nicht verstehen. Menschen, die uns vielleicht sogar auch als arm bezeichnen. Wenn wir uns auf unseren Text, Haupttext konzentrieren von der Feindesliebe, der jetzt ab Vers 27 kommt, dann möchte ich von diesem sogenannten Sitz im Leben einfach mal sprechen. Ich weiß, das ist ein theologischer Fachbegriff, aber der ist ganz einfach zu verstehen. Der Sitz im Leben bedeutet, wie der Text verankert ist in der Gesellschaft, wie der Text in der Geschichte verankert ist. Das ist wichtig zu verstehen, weil jeder Text ist ja auch eingebettet in eine ganz bestimmte Zeit, in eine ganz bestimmte Geschichte. Deshalb, was ist der Sitz im Leben? Und das sehen wir hier, Jesus sagt in Vers 27, ihr, die ihr zuhört. Ja, wer waren seine Zuhörer? Das waren natürlich die Jünger, die größere Schar an Jüngern. Aber es waren auch die Feinde, es waren auch die Verfolgten dabei. Auch die werden zur Feindesliebe aufgerufen. Geschichtlich und gesellschaftlich haben wir es hier mit
verschiedenen Menschengruppen zu tun, die untereinander nicht klargekommen sind. Also ein gelehrter Grundmann, er spricht von palästinensischen Gruppen, die vor Ort waren, und er sagt, die haben miteinander, die sind nicht miteinander ausgekommen, die haben sich gehasst, die haben sich nicht gemocht. Und das ist wichtig, einfach auch festzuhalten, mit was, mit welchen Personengruppen hier Jesus zu tun hatte. Nicht nur mit seinen Jüngern, sondern auch mit den unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Gruppen und des Volkes, der Völker, die da waren. Theologisch betrachtet, und dafür werde ich später auch noch den Text aus Jesaja 58, Vers 6 bis 12 lesen, da spiegelt sich die Botschaft des Jesaja. Aber ich habe das ganz am Ende genommen, damit der Text uns später auch viel mehr Sinn machen wird, wie jetzt vorab. Noch ein kurzer Hinweis zum Aufbau. Wenn wir einen Text von Jesus lesen, wir wissen alle, dass Jesus kein Grieche war. Jesus war Jude. Er hat Aramäisch gesprochen. Und ich habe versucht, die Struktur vom Griechischen her ein bisschen herauszubekommen, wie der Text aufgebaut ist. Aber ich hatte damit Schwierigkeiten, bis mir ein Gelehrter namens Walter Grundmann geholfen hat, das zu verstehen. Er sagt, den Text, den wir gelesen haben, geht es eigentlich um ein Lehrgedicht. Also was wir jetzt über Jesus, über die Feindesliebe gehört haben, das ist nicht nur Text, sondern das ist ein Gedicht in drei Strophen. Wow. Ich erspare euch die Grammatik dahinter, aber es ist hochinteressant, wenn jemand interessiert ist. Ich habe meine Unterlagen dabei, kann ich euch gerne eine Kopie machen davon. Ja. Da geht es um vier Zeiler, da geht es um zwei Zeiler, da geht es um drei Zeiler. Und wenn man den Text ins Aramäische zurückübersetzt, dann reimen die Verse sich sogar. Das ist nicht interessant. Also der Aufbau und die Struktur ist genial gemacht. Und ich denke, ich hoffe, dass ich das soweit heute Morgen herüberbringen kann, wenn wir diesen Text näher eingehen. Also wir haben einen Anfang, das ist dann die Strophe 1, das sind die Verse 27 bis 31. Dann haben wir eine Mitte, das ist dann unsere Strophe 2, die Verse 32 bis 35. Und dann haben wir einen Schluss und der bildet die Strophe 3 in den Versen 36 bis 38. So, lasst uns mal auf die erste Strophe eingehen. Und ich habe dem auch einen Titel gegeben, dieser ersten Strophe, der Anfang des Gedichts. Herausforderungen und das Rezept zur Feindesliebe. Die Feinde sind die Gesinnungsgegner im Volk. Und da ist natürlich die Frage, wie wollte Jesus damals, dass wir die Feinde lieben? Das ist eine berechtigte Frage. Wie ist das möglich? Da war zum einen die Gesinnung des Hasses. Wie können wir, und ich beziehe uns hier natürlich gleich mit ein, wie können wir unseren Verfolgern, die uns mit Hass begegnen, richtig begegnen. Und Jesus sagt, das Mittel ist, Gutes zu tun. Gesinnung Hass, Gutes tun. Das zweite Problem besteht darin, dass die Worte der Verfolger aus Verfluchungen bestehen. Also wenn Menschen uns verfluchen, welches Mittel gibt es dagegen? Und das sagt Jesus, hier ist das Mittel, die Leute zu segnen. Wow, jetzt wird es schon schwerer, oder nicht? Ich weiß nicht, ob wir den Namen Jost Müller-Bohn kennen. Er war ein Evangelist in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Ich habe ihm immer gerne zugehört. Er sagt über diesen Text, ich habe mir das damals notiert, im Jahre 1996, das ist das Hochschulexamen der Gläubigen, dieser Text. Also nicht nur Abitur, Hochschulexamen. So, zweite Gesinnung, wenn dich jemand verflucht, dann segne ihn einfach. Und wenn dich jemand misshandelt, die Nummer 3, die wir auch im Text finden, dann geh in die Fürbitte. Wow. Das sind drei gewaltige Aussagen, die Jesus hier macht.
Gutes tun, segnen und für die, die euch misshandeln oder schlecht behandeln, in anderen Übersetzungen wird es als schlecht behandeln übersetzt, dann bitte für bitte. Und dann bringt Jesus diese ganz berühmten sogenannten paradoxe Beispiele in den Versen 29 bis 31 und sind die alle geläufig, bevor ich die überhaupt gelesen habe. Hier und da hören wir die noch im Radio, manchmal auch in Dokus im Fernsehen. Ich wiederhole die noch einmal. Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Wer dir den Mantel nimmt, dem verweige auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Das ist paradox. Das entspricht nicht unserer Natur. Und genau das ist der Punkt. Jesus geht es hier nicht darum, dass wir uns den Kopf zerbrechen über einen Einzelfall. Wie sollten wir uns verhalten im Einzelfall? Es geht Jesus um ein neues Sein, um ein neues Wesen, um eine neue Art der Begegnung. Und ich merke da gleich, das kann ich nicht ohne dich, Herr. Das geht nicht ohne dich. Die Theologen sprechen von einem sogenannten eschatologischen Sein. Etwas, was einmal sein wird im Himmel, wo wir uns alle gegenseitig gut behandeln werden. Aber Jesus geht es hier schon zur Erdenzeit um ein neues Sein, aus dem der Mensch heraus handelt. Auf die Wange geschlagen bekommen bedeutet dann, auf Vergeltung zu verzichten. Etwas, was mir geraubt wird, bedeutet dann, auf Gegenwert zu verzichten. Und hier ist von einem Mantel die Rede und von einem Rock. Manche Übersetzungen gehen sogar so weit, dass sie von einem Unterrock sprechen oder von einem Untergewand. Also es mag sogar sein, selbst wenn wir buchstäblich nackt durch die Gegend laufen müssen, dass wir verzichten auf Gegenwehr. Und dass wir sagen, Herr, das ist jetzt passiert und ich vertraue dir. Das ist das neue Sein. Das ist das neue Wesen. Herr, du weißt ganz genau, was jetzt passiert ist. Und ich gebe es dir ab. So mal auf Neudeutsch. Ich vertraue dir. Hier wird das Vertrauen auf Gott deutlich. Hier weist Jesus auf das Vertrauen hin. Gebt und wisst, dass Gott es zurückgeben kann und zurückgeben wird. Gott ist der schenkende Gott. Das hat auch etwas mit diesem eschatologischen Sein zu tun. Gott wird schenken, Gott wird geben, Gott wird bereiten. Und der Verzicht auch dann, selbst wenn Eigentum genommen wurde. Lass es gut sein, sagt Jesus. Das Rezept finden wir dann gleich in Vers 31. Ich nenne es einfach mal das Rezept. Jesus sagt, spricht ihr von der goldenen Regel, und ich bin mir bewusst, die Royal Ranger wissen die goldene Regel in- und auswendig. Wir denke ich auch. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. So die goldene Regel führt zur Liebe und zur Gemeinschaft. Die goldene Regel schenkt sogar Liebe, gibt etwas ab von mir. Die goldene Regel stellt Gemeinschaft wieder her. Und das ist genau das, um was es Jesus geht. Diese Gemeinschaft zwischen diesen zerstrittenen Gruppen wiederherstellen. So, das war der Anfang des Gedichts. Jetzt gehen wir in den Kern des Gedichts, in die Strophe 2. Und ich gab dem den Titel Der göttliche Ruf und die göttliche Wirklichkeit. Jesus bringt hier in Vers 32, Vers 5, von 32 bis 35a wiederum Beispiele, aber jetzt keine Paradoxen, sondern parallele Beispiele mit einem ganz besonderen Hinweis. Er sagt, das, was jetzt kommt, ist ganz besonders. Was jetzt folgt, wird ganz besonders sein. Und ich rufe euch auf dazu, ihr Jünger damals und ihr Jünger heute, liebt genau die, die euch nicht lieben. Und tut denen wohl,
die euch nicht wohltun. Und leid denen, wo ihr nichts davon erhofft. Wo ihr nicht damit rechnet, dass ihr es wieder zurückbekommen werdet. Das ist der göttliche Ruf. Und was ist die göttliche Wirklichkeit? Vers 35. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Hier gibt uns Jesus den Hinweis auf die Güte Gottes. Und das, Geschwister, das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab, an dem soll sich alles messen können, an der Güte Gottes. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, Mitleid zu haben. Jesus sagt einmal, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir Jesus beobachten, wenn wir Jesus in seinem Dienst beobachten, wie er mit Menschen umgeht, auf wen er zugeht, das ist der Maßstab, Geschwister. Die Güte Gottes. Und ich weiß, es fällt nicht immer leicht zu segnen, aber Jesus hat gesegnet. Jesus hat geheilt. Jesus hat berührt. Jesus hat wiederhergestellt. Gemeinschaft. Gott ist barmherzig. Und weil Gott barmherzig ist, sollen auch wir barmherzig sein. Das Handeln des Menschen soll das Handeln Gottes abbilden. Der Lohn wird ein Erhobensein in als Gottes Sohn, als Gottes Kind, als Gottes Frau, Gottes Mädchen, Gottes Sohn Status zu haben. Ist es nicht wunderbar? Erhoben zu werden. Ich bin mir sicher, der eine oder andere denkt, wow, Gott, wie hältst du diese Spannung aus? Ich habe mir meine Gedanken die Woche über gemacht. Herr, wie kann es sein, dass du den Undankbaren und den Bösen immer mit deiner Güte begegnen kannst? Wie ist das möglich? Gott muss ja eine unglaublich große Toleranzschwelle haben. Die hat er. Wow. Das ist mal Gott mal von einer ganz anderen Seite betrachtet. Gott hält da eine Spannung aus, die ich oft nicht aushalten kann. Aber Jesus ermutigt mich. Und Jesus sagt, Steffen, Gott ist der Maßstab. Gott kann es. Kommen wir zur dritten Strophe. Das ist der Schluss, Verse 36 bis 38. Das und damit endet Jesus seine Rede hier, sein Gedicht. Das ist der göttliche Aufruf zur Barmherzigkeit. Das Thema des dritten Gedichtes ist der göttliche Aufruf, barmherzig zu werden. Und das ist interessant. Dieser Teil, dieser Vers 36 steht im Aramäischen von der Struktur her mit 31 in Verbindung, mit der goldenen Regel. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. In der Barmherzigkeit Gottes ist die Barmherzigkeit der Menschen untereinander begründet. In anderen Worten, die menschliche Barmherzigkeit baut auf Gottes Barmherzigkeit auf. Das ist erleichternd für mich. Da weiß ich, Herr, du kannst es. Und du kannst mir deshalb auch die Kraft geben. Und Jesus gibt uns da zwei Verbote mit, seinen Jüngern, aber gleichzeitig auch zwei Gebote. Und das ist wichtig, die richtig zu verstehen. Er sagt hier in Vers 37 und 38, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Das sind die zwei Verbote. Und jetzt bringt Jesus die zwei Gebote auf den Weg. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben.
Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Theologen übersetzen auch, richtet nicht, sondern lasst frei. Freilassen. Verurteilt nicht, sondern gebt. Und mir wurde eins klar, in meinen Vorbereitungen und im Gebet. Geschwister, das sind die Kernaufgaben des Dienstes. Das sind die Kernaufgaben der Berufung. Natürlich zu lieben, aber wie können wir lieben? Indem wir freilassen, loslassen und indem wir geben. Das ist ausgelebte Vollmacht Christi. Wenn wir in der Lage sind, von uns wegzuschauen. Es gibt kein anderes Mittel als das der Barmherzigkeit. Und durch Barmherzigkeit wird Gemeinschaft wiederhergestellt. Das Lehrgedicht endet hier mit Vers 38 auf einer göttlichen Verheißung. Jesus sagt hier, wenn wir diese zwei Gebote umsetzen, gebt, so wird euch gegeben, lasst los und es wird euch gegeben, dann wird uns was gegeben? Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Ich nenne das einfach mal, uns wird ein volles Paket gegeben. Ich nenne es einfach auch mal auf den Dienst bezogen, uns wird Vollmacht gegeben. Uns wird ein Backup gegeben. Uns wird Inhalt gegeben. Ich möchte zurückkommen auf dieses wunderbare Bild. Jesus geht vom Berg mit seinen Jüngern hinab in die Ebene. Und das sind die Menschen. Geschwister, auf der Ebene sind die Menschen. Das sind die Menschen, die uns brauchen. Berufung findet auf dem Berg statt. Aber die ausgelebte Berufung in Vollmacht findet in der Ebene statt. Die findet auf dem ganz normalen des Alltagsboden statt. Und ich glaube, Geschwister, wir sind zum Dienen berufen. Und ich denke so manchmal auch, wenn Gott mich so überführt, auch im Gebet, dann muss ich sagen, manchmal habe ich auch so meine heiligen Berge. Und Gott sagt, Steffen, komm mal von deinem heiligen Berg herunter und lass mal los. Ich glaube, wir sind oft selbst beschäftigt mit uns selbst, weil wir nicht vergeben können. Die Gemeinschaft stimmt nicht. Wir können aber auch nicht loslassen. Uns fehlt es an Feindesliebe. Wir kommen nicht vorwärts. Wir sind erwählt. Wir sind erkauft durch das Blut Jesu. Aber wir kommen im Dienst nicht vorwärts, weil wir auf dem Berg stecken bleiben. Jesus führt uns hinab in die Ebene und er zeigt uns, wie es geht. Jesus war barmherzig, so sollen auch wir barmherzig sein. Jesus hat vergeben, so sollen auch wir vergeben. Das ist ausgelebter Dienst, das ist ausgelebte Berufung. Geschwister, ich möchte uns ermutigen, lasst uns in unsere Berufung kommen. In unseren Dienst kommen. Und der Dienst kann ganz speziell sein. Der kann auch im Seelsorgedienst sein. Es sind sicherlich geborene Seelsorger, berufene Seelsorger unter uns. Geschwister, wir brauchen Seelsorger im geistlichen Dienst, die Menschen freisprechen von Schuld und Sünde. Die Menschen freisprechen, die ihnen Vergebung zusprechen. Wir brauchen Vergebung hier und da. Und ich glaube, das ist das, was wir tun können. Ich glaube, Gott spricht heute Morgen hinein in bestimmte Bereiche unseres Lebens, wo wir Menschen gebunden haben. Und wo wir Menschen gebunden haben, Geschwister, durch Unfreiheit, durch Unvergebung, sind wir selbst nicht frei zum Dienen. Wir sollen aber frei werden zum Dienen. Wir sind zum Dienen berufen. Ich möchte abschließen, weil der Text jetzt Sinn macht für uns. Lukas war sich dieses Textes in
Jesaja 58, Verse 6 bis 12 sehr bewusst. Den Text möchte ich uns lesen. Jesaja 58, Verse 6 bis 12. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Was für ein wunderbarer Text. Was für eine wunderbare Verheißung. Geschwister, Jesus möchte uns senden. Jesus möchte uns heilen. Uns senden. Jesus möchte, ja, dass wir Maurer werden, dass wir Lücken schließen können im Leben anderer Menschen. Ist das nicht eine wunderbare Aufgabe, Menschen zu helfen? Mein Gebet ist für uns zuerst, dass wir loslassen können, dass wir frei werden, dass wir mit der Selbstbeschäftigung aufhören, dass wir mit dem eigenen Recht aufhören, dass wir sagen, das steht mir zu. Vielleicht mag es sein. Vielleicht sind wir ungerecht behandelt worden. Durchaus, das passiert im Leben. Aber lasst uns nicht dran festhalten, sondern vergeben. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und so, wenn wir vom Herrn stehen, dass wir einfach mit ihm jetzt sprechen. Ich bin überzeugt, dass Gott uns erinnert an Momente, an Situationen, wo wir herausgefordert waren, wo wir vielleicht genau das Gegenteil getan haben, was wir hätten tun sollen. Aber Gott ist auch hier heute Morgen durch seinen Geist, dass wir Vergebung erfahren, dass wir Befreiung erfahren, dass wir frei werden für einen Dienst. Herr, ich danke dir für dein Wort. Es ist ein Wort der Ermutigung, ja, es ist ein Wort der Ermahnung. Aber Herr, du hast das Gute im Auge. Du willst, dass wir lieben. Du willst, dass wir frei werden, dass wir vergeben können, dass wir loslassen können, dass wir heil werden. Und Herr, dass wir in einen Dienst hineinkommen, der von Barmherzigkeit geprägt ist, der von Liebe geprägt ist. Dass du uns verwenden und gebrauchen kannst, dass Gemeinschaft wiederhergestellt wird in zerrissenen Familien, in zerrissenen Beziehungen. Dass Gemeinschaft wieder gekittet wird, dass Löcher geschlossen werden. Du sendest uns. Herr, hilf uns. Wir sind begrenzt in dem, was wir oft meinen zu können. Es ist schwer, manchmal unsere Feinde zu lieben. Aber erinnere uns immer daran, wer du bist. Du bist die Barmherzigkeit. Wir richten uns auf dich aus. Hilf uns zu lieben. Hilf uns zu segnen. Hilf uns Gutes zu tun. Hilf uns zu geben. In deiner Kraft, in deiner Liebe. Amen.
The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. And the Lord is good to all. He has compassion on all that he has made. And as far as the east is from the west, that's how far he has removed our transgressions from us. And as far as the east is from the west, that's how far he has removed our transgressions from us. Oh, praise him, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Oh, praise him, praise the Lord, oh. Gracious, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. And the Lord is good to all, and he has compassion with all that he has made. And as far as the east is from the west, that's how far he has removed our transgressions from us. And as far as the east is from the west, that's how far he has removed our transgressions from us. Oh, praise be the Lord, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Oh, church, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Oh, I will praise the Lord all my days. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Lover and her, meine Seele, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Praise him one more time. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Praise him. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Jesus, wir loben deinen Namen, wir preisen dich, Jesus, Herr, für deine Treue, für deine Liebe, für deine große Güte und Barmherzigkeit, Herr. Herr, hier sind wir deine Kinder und ja, wir wollen uns diese Herausforderung deines Wortes stellen, Herr. Wir wollen diese einfach ähnlicher, dir ähnlicher sein, Jesus, Herr, diesen Charakter in uns haben, Herr. Lehre uns, Herr, mehr wie du zu sein. Lehre uns, barmherzig zu sein.
Lehre uns, Hoffnung zu haben. Lehre uns, schnell zu vergeben, Oskar, und nicht nachzutragen. Menschlich können wir es nicht, Herr, aber du befähigst uns durch deinen Geist, Herr. Danke, danke für dein Wort. Danke für deinen Geist, der in uns wirkt und uns formt und uns verändert und transformiert nach deinem Ebenbild. Wir danken dir für diesen Morgen, für das, was du uns gesagt und gezeigt hast, durch dein Wort, durch deinen Geist. Wir lieben dich, wir ehren dich. Wir wollen für dich leben. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh, praise it noch one more time. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Oh, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of His Holy Spirit be with us all. Amen. 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 Sei gesegnet, hat einen wunderschönen Sonntag. Trotz das frische Wetter, aber schön, dass wir wieder Regen haben und das